Leute, es wird jetzt echt schlimm für den Jungen. Es tut mir wirklich leid, aber... Boah, der ist jetzt schon voll zermatscht, Digga. 1, 2, 3. Perfekt. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, heute ist die Pause-Challenge wieder dran. Ich glaube, jeder, der das Video guckt, kennt die Pause-Challenge eigentlich auch schon von uns. Wenn, dann mit meinem Bruder. Zieh deine Hose aus. Hä? Oder auch, wenn wir das alleine gemacht haben. Leute, ich glaube, ich muss da nicht mehr viel zu erklären. Wir haben eine Fernbedienung, beziehungsweise unser Handy als Fernbedienung, und man kann Pause drücken, wann immer man möchte. Die Person muss dann einfach anhalten, die andere Person, auf die die Fernbedienung dann gezeigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt das Handy raushole und die Pause drücke, hier Pause drücke, dann wird Sebastian einfach so anhalten. Halt mal kurz an, Bruder. Pause. Jetzt könnte ich aus dem Bild gehen und er macht halt nichts. 2000 Jahre später. Und er steht immer noch da. A few moments later. Und immer noch. Eine Ewigkeit später. Und immer noch. Und weiter, Bruder. So, jetzt darf er sich wieder bewegen. Puh. Endlich die Kamera wieder bewegen, ja. Wir beginnen auch direkt, oder? Muss ich noch irgendwas erklären, Sebastian? Ich glaube nicht, oder? Nö. Dann legen wir direkt los, Leute. Viel Spaß bei dem Video. Let's go. Tut mir leid, aber ihr werdet uns heute hauptsächlich in Masken sehen. Egal. Ich habe es in den einem oder anderen Video schon gesagt, für die, die es aber jetzt immer noch nicht wissen. Es ist Maskenpflicht in Hildesheim. Ist es eigentlich in ganz Deutschland, oder? Also auf jeden Fall regional Maskenpflicht in der Innencity. Und wir machen das Ganze natürlich in der Innenstadt, damit es möglichst peinlich wird. Deswegen werdet ihr uns heute hauptsächlich mit Masken sehen. Wie ich schon gesagt, es tut mir leid, ich probiere ein bisschen lauter zu sprechen. Wenn manchmal die Tonqualität nicht ganz so gut ist, tut mir das leid. Ich hoffe, bald Corona geht wieder vorbei, weil ich krieg jetzt schon Raster. Ich will ab und die Tarne mit spielen! Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Bargeld abheben. Ich laufe immer ohne Bargeld rum. Und als ich weiß nicht, wer von euch es weiß, aber ich war auf Europareise. Nein, doch. Kleinsten Kiosk kann man mit Karte zahlen. Hier funktioniert das einfach nicht, deswegen muss ich ein bisschen Bargeld jetzt auf jeden Fall abheben. Ein geht's. Hey Peter, you know what? Pause. Oh nee, ey, nein. So, das nehmen wir mal. Ey, nein, okay, kann's weiter. So, das sind jetzt erstmal meine, aber ich bin so lieb und gebe Peter auf jeden Fall noch was aus. Du bist ja richtig großzügig, Bruder. Klaust mir 70 Euro, Digga, und gibst mir dann was aus, Mann. Ey, wirklich. Ey, Bruder, danke. Ich bin richtig froh, dich als Freund zu haben, wirklich. Hey, mein Vorschlag ist, da hinten ist ein 1-Euro-Shop. Vielleicht gehen wir da was shoppen und dann gebe ich dir eine Sache aus. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Burger King. Ich habe guten Durst. Sebastian hat auch guten Durst. Außerdem habe ich heute noch nichts gegessen. Mal sehen, ob ich mir irgendwas hole. Ihr kommt natürlich mit, gar keine Frage. Let's go. Burger King hat zu, beziehungsweise der Getränkestand hat da nicht offen und wir gehen da hauptsächlich hin wegen der Getränke. Deswegen haben wir das dann doch gelassen. Da oben ist er, da waren wir gerade. Aber nee, da gehen wir nicht hin. Rossmann Express ist die Lösung. Jetzt muss man sogar beim Einkaufen schon einen Korb mitnehmen. Oh, sogar jeder. Nicht nur Sebastian und ich zusammen ein, sondern jeder. Der gute alte Energy darf natürlich nicht fehlen. Ey, bei mir artet das langsam ein bisschen aus. Ich trinke jeden Tag 7 Liter oder so. Aber ich muss da ein bisschen runterfahren. Bei mir geht's noch, bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe meine Energy, Sebastian hat seinen. Und Sebastian? Stopp! So, den nehme ich mal. Erstmal, Leute, nehme ich mir jetzt mein Geld wieder. Ja. Kannst du mich doch nicht einfach so abziehen. Was denkt der, wer ist? Mein Geld. Und? Ah, warte, du hast doch bestimmt noch was, oder nicht? Ah, wusste ich doch. So, das ist jetzt meiner. Und weiter. Die Energies hat Sebastian jetzt aus der Nacken bezahlt. Nice. Sebastian, danke, dass du mir die Energies ausgibst, Mann. Ehrlich, richtig nett. Die 20 Euro, beziehungsweise jetzt noch, keine Ahnung, was es sind, 18 Euro irgendwas, weil du ja die Energies für uns beide bezahlt hast. Die behalte ich auch, ne? Also von mir aus gerne. War ja eh dein. Außer die 20 Euro, aber die schenke ich dir. 20 Euro schenkst du mir einfach so? Ja, doch. Danke, Bruder. Ey, du bist so nett, Mann. Wirklich. Ihr wisst jetzt, was kommt. Der war leider nicht so gut. Leute, ich bin zu inkompetent, um zu trinken. Ich habe einfach gekleckert. Als ich Sebastian gerade die Cam geben wollte, habe ich den Energy so umgekippt. Und ey Mann, was soll das? Ich bin so inkompetent. Was kannst du eigentlich? Sebastian, hoffentlich schaffst du es besser. Oh, das ist kein Problem. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Schritt 1, man kommt ran. Schritt 2, man horcht. Bam! Ey Sebastian, willst du Free Money haben? Warum nicht? Also 5 Euro sind lecker, oder? Eigentlich sowieso mein Geld, weil du das abgezogen hast, aber ja. You lying? Why you always lying? Ich leg den mal hier hin. Und das war's schon, mehr musst du gar nicht machen. Dir den jetzt einfach holen. Du weißt schon, dass irgendwas passiert, aber du weißt ich nicht weiß. Was. Nehme ich den einfach auf, oder? Ja, mach. Ja, dann nehme ich den jetzt einfach auf. Ja, mach. Und Pause.
Du kannst jetzt schön bleiben. Der war gut, der war gut. Eigentlich hättest du es dir schon denken können, dass irgendwas passiert so, aber ich glaube, ich hätte in deiner Situation genauso gehandelt. 5 Euro, Digga, einfach so for free, würde ich mir auch nehmen. Aber da kannst du jetzt erstmal ein bisschen chillen, Bruder, ich warte doch nicht. Nein, Bruder, ich chill jetzt erstmal ein bisschen, beruhig dich. Ich wollte sowieso ein bisschen auf der Bank chillen und deswegen, ich genieße jetzt ein bisschen das Kino. Wir warten mal, bis ein Auto kommt. Doch, wir warten mal ein bisschen. Aber das Geld ist trotzdem meins. Das werden wir gleich sehen. Oh Leute, Sebastian hat ein bisschen länger gewartet, aber da hinten kommen Autos und es kommt noch ein LKW. Ja! Sebastian! Wir chillen noch mal ein bisschen, Bruder. Das Auto muss noch mal ein bisschen warten. Das Auto fährt schon langsamer. Das ist wirklich schwierig. So, das wartet noch mal kurz. Das wartet noch mal kurz. Okay, und stopp. Kannst weiter. Weiter, sorry. Digga, ihr Blick war negativ so. Ich hab grad. Das sind trotzdem meine. Ja! Alter Junge, das war gerade richtig unangenehm. Bruder, pass auf. Du hast dich gut angestellt hier. Der Fünfer ist deiner. Also sowieso deiner eigentlich, aber egal. Ich gönn mir noch andere 15 Euro, aber. 13, weil ich habe 2 Energies davon gekauft. Alter Profi. In du. Ich habe mir eine Coke gegönnt. Coca-Cola schmeckt einfach geil. Kann man immer trinken. Oh, geil. Nice. Keine Sorge, ich mach keine Pause. Dachtest du kurz? Ja, ich dachte ganz kurz, Digga, aber... Nee, diesmal lasse ich dich genießen. Kein Stress, Bruder. So, was der Peter aber nicht weiß, ich habe noch Mentos in der Tasche. Hey, renn mir nicht weg hier. Bleib stehen. Stopp. So, erstmal wartest du hier auf mich? Digga, warum hast du Mentos mit? Ich hab gestern zufällig geholt. Jetzt habe ich die vorhin doch in der Jackentasche wiedergefunden. Und ich wusste, dass du heute noch eine Cola trinken wirst. Und jetzt, wo du die Cola trinkst, hast du doch die perfekte Gelegenheit, um ein chemisches Experiment auszuprobieren. Kannst du mir einen Gefallen tun? Den Ärmel so ein bisschen hoch machen? Wenigstens ein bisschen. Nein. So, ich frag dich mal lieber nicht, ob du ready bist oder nicht, weil du musst da stehen bleiben. Ich muss dich dann ja einfach in der Hand halten, solange du mich nicht entpausierst, ne? Ja, genau. Quatsch aber nicht lange rum. Los geht's. Alter, jetzt muss ich 3 auf einmal da reinkippen. Bruder, das kann. Oh, und weiter. So viel Schaum ist da drin. Schmecken tut's auf jeden Fall, Digga. Ohne Spaß, ich glaube, aus Reflex habe ich schon probiert zu trinken, weißt du, obwohl du mich noch nicht endpausiert hattest. Ja, da sieht man auch den Mentos. Okay, ey, du darfst weiter, ne? Du bleibst hier die ganze Zeit auf dem Fleck stehen. Kannst auf jeden Fall dich bewegen. Spaß! Sie sind geistig behindert. Und durch die Cola ist meine Hand jetzt unnormal kalt geworden. Friert richtig ab. Aber anderes Thema. Sebastian, Bruder, ich habe hier letztens was richtig krass gesehen. Komm mal mit. Wir müssen hier mal ganz kurz durch den Sand. Wir sind hier auf dem Spielplatz übrigens. Ich habe hier was richtig krass gesehen, Bruder. Guck mal, geh mal hier drauf. Guck, Bruder Sebastian, Digga, da ist sowas richtig Geiles. Ist ein Muster oder was? Und stopp. Oh, Junge. Stopp. Du bleibst jetzt mal schön da. Und Leute, ich gehe jetzt mal nach oben. So, sie lassen natürlich noch vor. Soll ich dir helfen? Dann nicht. Und guck mal, wer da unten steht. Ey, das ist ein Muster. Das ist auf jeden Fall kein Muster, aber da ist ein Peter. Und dieser Peter wird dich jetzt umhauen. Leute, der muss ja stehen bleiben. Und ich gehe jetzt erstmal schön eine Runde rutschen. Alter Junge. Digga, warum hast du denn über... Ey, du bist so ein Vogel, Junge. Du bist so ein Vogel, du hast einfach mit deinen Füßen... Ey, was bewegst du dich? Ich hab dich noch nicht entstoppt. Du Kleiner. Warte mal. Und weiter. Ja, wow. Danke. Du bist voll mit deinen Schuhen, Digga. Wolltest du mich einfach so umrammen, so wie so ein... Rambock, ja. Also von mir aus können wir es gerne nochmal machen, Bruder. Aber nee, ich habe keinen Bock mehr. Stopp! Ich dachte, du würdest da noch stehen, dann hätte ich das selber bei dir machen können. Ich war eine Sekunde zu spät. Tut mir leid, Bruder, jetzt stehe ich schon hier. Weiter, egal, ich lasse mir was Besseres für dich einfallen. Glück gehabt. Und Parcours. 1, 2, 3. Boah. Und Backflip. Boom. Alter. Ich habe einfach einen Backflip auf den Boden rausgehauen. Parcours. 1, 2, 3. Boah. Und Backflip. Boom. Alter. Leute, Sebastian wollte, dass wir irgendwie in den Laden hier reingehen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihm aber den Gefallen getan, auch wenn ich weiß, dass es irgendwas mit der Pause-Challenge zu tun hat. Etwas auch sonst. Egal, wir werden sehen. Peter, du hast es ja nicht eilig, deswegen machen wir mal auf entspannte Pause, bevor es schon weitergeht. Also, weitergehen, Digga. Du bleibst jetzt einfach hier stehen und wartest hier. Ja gut, du hast ja auch keine andere Option. In der Tat. So, währenddessen suche ich mir schon mal ein paar Taschen. Und 1, 2, 3, 4. Noch ein Rucksack, 5, 6. So, das ist schon mal eine Ladung. So, Peter. Digga, was hast du mit den Taschen vor? Ich habe ja immer das Kameramann-Outfit an. Aber Och nö.
Aber ich finde, heute bist du mal dran, die ganzen Taschen zu schleppen. Och nö. So, dann ziehen wir mal den ersten Rucksack dir an. Eins, zwei, drei. So, wie passt der denn noch hin? Irgendwie so? So, und den vierten auch noch an den Arm. Peter, du siehst... Peter, du siehst fantastisch aus. So, und ich guck jetzt erstmal nach einem neuen Pulli oder so. Ich brauche nämlich einen neuen Pulli und da schaue ich mir jetzt welche an. Digga, was ist mit mir? Willst du mich nicht mal pausieren? Später, Bruder, später. Du darfst es noch genießen, mit den ganzen Taschen hier rumzustehen. Ich liebe es. Also, bis gleich, Bro. So, wir gucken währenddessen nach Pullovern. Die hier sehen auf jeden Fall nice aus, die sind sehr schlicht. Ich guck mal ganz kurz, ob der Peter hier immer noch steht. Da ganz hinten, da ist er noch. Und der kann sich keinen Zentimeter bewegen. Ja. Ach Peter, ich hoffe, du hast es genossen, einmal in die Rolle des Kameramann-Outfits von Sebastian zu schlüpfen. Deswegen trägst du nächstes Mal deine Taschen selber, gell? Nein, dafür bist immer noch du zuständig. Leute, das Video ist gleich vorbei. Ich habe aber noch eine richtig geile Idee. Dafür muss ich jetzt aber zum Bäcker. Einmal davon, ja. Ich sag euch, Leute, das wird gut. A few moments later. Also Leute, ich leg den Kuchen mal hier hin. Sebastian, ich gebe dir jetzt noch eine Sekunde, um zu laufen, weil ich mache jetzt Stopp. Und Stopp! So, da bleibst du. Leute, es wird jetzt echt schlimm für den Jungen. Es tut mir wirklich leid, aber ihr wisst es. Boah, der ist jetzt schon voll zermatscht, Digga. Was? Eins, zwei, drei. Alter, du sagst wenigstens weiter. Bruder, sorry, Bruder, es musste echt sein, aber weiter, Bruder. Du darfst dich jetzt abwaschen. Ja, geil. Bruder, du siehst Hammer aus. Du siehst fantastisch aus. An alle Singles da draußen, wir nehmen einen... Eine Ewigkeit später. Ey, Bruder, du bist ja wieder sauber. Hey. Respekt, Bruder. Tut mir leid, Digga, dass ich dich so hochnehmen musste. Aber ich habe zu den Leuten auch schon gesagt, ich glaube, du weißt auch, ich würde das genauso machen, wenn du so eine Idee hast. Würde Fahrradkette. Würde Fahrradkette. Aha, so ist es also. Nicht, dass ihr hier jetzt irgendwas Falsches denkt, wie schon gesagt, wenn Sebastian auf solche Ideen kommen würde, dann würde ich das genauso machen. Und Leute, damit verabschiede ich mich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um weitere Videos natürlich nicht zu verpassen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich sage es in jedem Video, wenn ihr irgendwelche Ideen für irgendwelche Videos habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sebastian, Bruder, war mir wie immer eine Freude, mit dir zu drehen. Leute, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann. Was, hä? Ja. Ja gut, du kleine Pussy, jetzt reiß dich mal zusammen.